Hallo und herzlich willkommen zu den Sims 2 und heute einem Familienstammbaum-Video, nämlich von Familie Anton Lothario. Das ist im Grunde das Haus der Calientes, die früher, also als quasi das Sims ganz neu hier hochgeladen wurde, also da wohnte hier die Nina und Dina Caliente. Da ich aber die Nina dann verheiratet hatte mit Don Lothario, wohnt also seitdem quasi hier die Familie Lothario drin. So, ich gehe mal zu dem Stammbaum nun. Also, das hier ist unser Anton. Anton ist allerdings adoptiert und seine Eltern, also seine Adoptiveltern quasi, sind einmal Don Lothario und die Nina Lothario. Ich zeige euch nochmal kurz, Don Lothario Niccolo ist sein Vater, hieß sein Vater, und Adriana die Mutter. Und von der Nina heißt der Papa Flamenco und die Mama Encanta Caliente. Don und Nina haben ihren ältesten Sohn Claudio genannt. Also das Kind kommt wirklich von den beiden. Dann wurde Anton adoptiert und als drittes, ziemlich spät, kam nochmal die Laura auf die Welt, die auch von den beiden kommt. Laura ist momentan noch auf dem College. Sie wird wahrscheinlich, also da sie von den Lebensziel her 20 Liebschaften gleichzeitig haben möchte, werde ich sie nicht verheiraten erstmal, sondern sie soll erstmal ihr Lebensziel quasi schaffen. Und wird wahrscheinlich dann wieder in dieses Elternhaus hier mit einziehen. Okay, also das ist quasi erstmal die Familie von Anton. Anton hat also zwei Geschwister, so muss ich sagen, nämlich den Claudio und die Laura. Anton hat Andrea geheiratet. Andrea, wer ist Andrea? Andrea ist die Tochter von Sandro und Alina Antonini. Sandro und Alina kamen damals als Ehepaar auch irgendwie, ich weiß nicht, in einem Add-on müssen die auch mit dabei gewesen sein. Ich weiß aber leider nicht in welchem. Die beiden waren damals noch alleine und als sie dann schwanger wurde, also Alina schwanger wurde, hat sie Zwillinge bekommen, nämlich den Anton und die Anna. Also dummerweise auch Anton, ne? Also dieser Anton ist aber quasi, da ein adoptierter Anton ist, nicht von mir auskommend, aber der Anton, den hatte ich benannt. Also gut, Andrea hat also einen Bruder, der Anton heißt, und ihr Mann heißt auch noch Anton. Na gut, also das ist quasi Andreas Familie. Also Andrea hat also zwei Schwestern, Geschwister, Mensch, jetzt passiert es mir schon wieder. Also auch zwei Geschwister, ein Bruder, eine Schwester. Und ihr Ehemann ist Anton. Also auch ihre Eltern sind bereits gestorben, genauso wie die Eltern von Anton. Na gut. Nun haben die beiden geheiratet und ihre erste Tochter, die Lieselotte, auf die Welt gebracht. Und Andrea ist momentan bereits wieder schwanger. Sie wird also noch ein zweites Kind bekommen. Von daher sage ich jetzt auch erstmal, das war der Familienstammbaum von Anton und Andrea Lothario. Und ich sage ein Tschüss und Goodbye. Bis zum nächsten Mal. Eure Saki Naidau. Ciao, ciao.